Ach ja, weil ich das jetzt auch gerade nicht erwähnt habe, aber gerade gesehen habe, die Parts, die werde ich natürlich individuell lang machen. Mal länger, mal kürzer, eine Kristallkugel erhalten. Okay. Eine Morgenstern. Sehr gut. Und hier ist wieder ein Kampf. Gut. Du machst... Ja, was machst du denn jetzt? Kühlen. Ja, komm. Acht. Und du machst erstmal einen Blitzhieb, damit der Flop schon mal besiegt ist. Die gelbe Zeit, die man da jetzt gerade sehen konnte bei meinem Monster, ist der Crit, ne? Genau. Verletzt sich selbst Barriere. Stimmt, manche Attacken haben natürlich auch positive Zustandsveränderungen. Was auch sehr gut ist. Nee, Explosion zieht er meistens ab. Jo, 286 Schaden. Läuft. Ja, das waren zwei Crits von ihm. Und da haben wir es. Helm, grünes Juwel, kleiner Trank und Kupfer. Und mein Adler hat auch wieder einen. Also mein Casey. So, Angriffspunkte um 6 erhöht. Sehr schön. Dann verursacht er ein bisschen mehr Schaden. Der Casey. Gut, gehe ich weiter nach links. Der Mensch stürzte sich in die tiefsten Schluchten, griff an, plünderte, tötete. Kein Trost linderte seine Taten, niemand weiß, was das die Menschheit kostete. So. Ja, ich gehe gleich deiner um. Ich glaube, der konnte auch Ranken zerstören, ne? Ja. Kazerka. Süßer Name. So, was machst du denn jetzt? Schwäche Erde. Sehr schön. So. Mach mal Beweglichkeit erstmal. Luftsichel. Also Explosion haut ganz schön rein. Und Blutungsschaden. Sehr schön. Bären. Kritschatten. Plumplex. Süß. Und da haben wir eine Kiste. Walnuss. Verteidigung plus 8. Okay, da ist nichts mehr. Ist hier noch irgendwie was? Nee. Gut. Dann gehe ich erstmal hier weiter nach unten. Ach, da war auch noch irgendwie was mit der Musik hier. Ich glaube, ich konnte doch hier mehrere Markierungen setzen, genau. Dann nehme ich mal hier das Kreuzsymbol und schreibe Notenschlüssel auf. Noten... Schön.
Moment, UE. Schlüssel. So. Okay. Okay. Auf jeden Fall erstmal Nacht wieder. Und du machst... Ja, Schnitt. Ist eine Magma-Raupe schon mal weg. Kleiner Blitz, ja, kannst du von mir aus machen. Ist nicht so schlimm. Und ja, ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass es hier natürlich auch nicht nur normale Kämpfe gibt, sondern es gibt hier auch Bosskämpfe. Und die sind natürlich viel härter. So. Ah, jetzt habe ich zu schnell weggedrückt. So, wir machen erstmal mit Gesundheit, damit du ein bisschen mehr aushältst. Und Muskelflosse hat schon über 1100 Leben. Sehr schön. Explosion. Wow, 250 Schaden. Achso, nee, hat noch keinen Skillpunkt. Da habe ich mich jetzt getan. Wow, okay. Schockierende Winde. Jeder Treffer eines Windangriffs hat eine 15%ige Chance, Schock zuzufügen. Ist eine passive Fähigkeit. Das heißt, das passiert dann automatisch. Crit-Schaden plus. Plus 15 kritischer Schaden. Ah, okay, das bedeutet CD. Kritischer Schaden. Okay. Ah ja, Crit-Damage, ja. So, und Kraft. Verleiht dem fremden Team Macht, verleiht einem zufälligen Monster Zauberei. Zauberei, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist wie eine Art Zauberabwehr. Dann ziehen die Zauberattacken weniger ab, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, hier geht es auch noch weiter nach links. Ich glaub, da komme ich auch mit normalen Fliegen, oder? Nee. Ja, das ist eine ganz knappe Sache. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Da ist eine Kiste. Crit-Ring erhalten. Thomas einmal macht. Und was Schnitt auf den Kazerker. Der nämlich schon mal besiegt. Da ist eine Explosion, kannst du von mir aus machen. Schwerer Schlag. Explosion und Blitzhieb auf den. Er hat Blutungsschaden bekommen, deswegen. Also deswegen hat der Blob gerade auch automatisch gerade vor seiner Aktion Schaden bekommen. So, jetzt hat man Casey wieder ein Level Up. Sehr schön. So, jetzt tut Explosion noch mehr weh. Das ist gut. So, und hier geht's immer noch weiter. Doch dann kamen die vier frei von Sünden und Gier. Sie hatten die innere Stimme gefunden und trafen das Reich ins Herz.
drei Rauchbomben. Rückzug aus dem Kampf. Ne. Er kann Rückzug machen. Ach, das ist neue Gegner. Also für euch sind die neu, für mich nicht, weil ich die ja schon kenne. Yuvi. Yuvi heißt die. Genau, weil das jetzt Level 2 ist, tut es jetzt natürlich mehr weh. Oh, kanalisieren. Eishagel. Tja, Wasser-Monster sind ihm gegen Eisattacken. Okay, Schwäche Feuer. Ja, komm, mach ich den platt. Wow, für 300 Schaden, ey. Läuft. Ah ja, zwei Kisten, Zauberbuch und zwei Tränke. Nee, da komme ich leider so nicht rüber. Okay, dann gehe ich erstmal oben links. Bleib ich erstmal, jawohl. Eine Muschel. Schleife. Aus dieser Wunde flossen Flüsse fort. Die Eisberge mächtig und kalt sich heben. Für alle Kreaturen war es der einzige Ort, um in Frieden zusammen zu leben. Okay. Interessant. Macht. Das war Schnitt. Boah. Aber der Schaden, der geht natürlich im späteren Verlauf noch höher, ne? Das ist ja jetzt hier wirklich noch, ich sag jetzt mal noch harmlos, was ihr hier sehen könnt. Jawohl. Schwerer Schlag und besiegt bist du. Schutzmantel wieder ein UBI und Bären. Und jetzt hakelt es wieder von Level-Ups. Ah ja, jetzt tut Gefrierschläge auch ein bisschen mehr weh, das ist gut. Wärmschlag. Trifft alle Gegner. Geil. Sehr schön. Geschickt. Ah, okay, ist eine passive Fähigkeit. Die kritische Chance erhöht die Chance, gegnerischen Treffen auszuweichen um 20% ihres Wertes. Okay. Luftsichel tut ein bisschen mehr weh. Und Folgeschüsse auch. Alles klar. Moment. Ich will kurz die Ecke... Oh Gott. Ich glaube nicht, dass das ausreicht, oder? Nee. Da brauche ich die verbesserte Form. Oh, Hallöchen.
Bücher. Die Titel dieser Bücher lauten Das uralte Buch der Blob-Aufzucht und Versteckte Orte der Monsterzuflucht. Ein Leitfaden. Ja. Hallo, alter Mann. Der alte Buran. Nanu, ein alter Freund. Hey Buran, lange nicht gesehen. Ich bringe dir einen neuen Schüler. Er hat gerade seinen ersten Monster ausgebrütet. Ich dachte, du könntest ihm das eine oder andere beibringen. Du bist also der neue Spektralhüter, ja? Man nennt mich den alten Buran. Ich habe mein Lager am Ende des Hüterwegs aufgeschankt, damit ich euch Grünschnäbeln in euren neuen Pflichten als echte Monsterhüter unterweisen kann. Aber lass uns erst gegeneinander kämpfen, um zu sehen, ob du dieses Titels würdig bist. Okay, ein Kampf. 3 Level 5 Blobs hat der. Beobachte deine Gegner sorgfältig. Manche sagen, das Ergebnis eines Kampfes stünde von vornherein fest. Da ich diese Blobs selbst aufgezogen habe, sind sie stärker als die, die du bisher gesehen hast. Wie du siehst, ist ihr Level viel höher. Du kannst auch die Schwächen und Widerstände deiner Gegner sehen. Meine Blobs sind schwach gegenüber Windattacken. Ja, ich hab ja 2 Windmonster. Sieh zur oberen rechten Ecke deines Bildschirms. Das ist der Kombozähler. Jede Aktion im Kampf beeinflusst den Kombozähler. Er erhöht sich je nachdem, wie oft du deine Gegner triffst oder deine Verbündeten heilst oder buffst. Der Kombozähler erhöht den Schaden der darauffolgenden Angriffe. Nach jedem Zug wird er zurückgesetzt. Es ist also sinnvoll, erst deine schwachen, verteidigungsstarken oder unterstützenden Monster einzusetzen und Aktionen mit mehreren Treffern auszuwählen. Dies wird den Schaden deiner offensiven Monster, die anschließend agieren, erhöhen. Ja, und du machst jetzt... Witzig. Ein, zwei, okay. Gut. So, und du machst jetzt mal Flammenschlag. Jo. Oh, jetzt heilen sie sich gerne, ey. Nervig. Mal Flammschlag. Woll. Nicht übel, gar nicht mal so übel. Du bist den Hüterweg gegangen und du hast meine Monster besiegt. Um aber ein richtiger Monsterhüter zu werden, musst du noch eine weitere Prüfung bestehen. Junger Hüter, die nächste Prüfung wird eine weit größere Herausforderung. Du solltest dich erst darauf vorbereiten. Wenn deine Monster noch Skillpunkte über haben, verteile sie jetzt mit Bedacht. Alles klar. Ja. Plus 5% Crit-Chance. Hast du dich auf die wahre Prüfung vorbereitet? Jo. Gut, du hast Mut bewiesen, aber dieses Mal wirst du keinem normalen Monster gegenüberstehen. Na, der Roboter da. Ja. Jo. Besonders starke Monster bezeichnet man häufig als Champions. Und das hört man jetzt auch an der Hintergrundmusik. Das ist die
klassische Champions Musik. Sie haben mehr Gesundheit, verursachen mehr Schaden und können mehr als einmal pro Zug agieren. Es ist deine Aufgabe als Monsterhüter, dich um sie zu kümmern. Also ist es nur rechtens, dass du einen Champion besiegst, um Mitglied des Ordens der Monsterhüter zu werden. Zeig mir, was du drauf hast. Dann wollen wir mal. Oh ja, und der hat schon eindeutig mehr Leben, der Dampfgolem. Gegen was ist denn der immun? Oh, Feuer, ja, super. Hat aber Schwäche gegen Windattacken. Das ist... So, Beweglichkeit. Schild 2, okay. Und Steinring. Ja, er hat auch Boss, also das ist jetzt eigentlich schon unser erster Bosskampf, also die Champion-Monster sind Bosskämpfe. Und ja, unser erster Boss schlägt sich tapfer auf jeden Fall. Tackle. Nochmal Macht. Dann ziehen wir ein bisschen mehr Schaden. Ah, schon wieder Schild. So, mach ich jetzt bitte nicht schon wieder Schild. Gut. Ja, er ist gleich besiegt. Okay, er ist jetzt schon besiegt. Gut. Und wir bekommen natürlich auch mehr Erfahrungspunkte von den Bossen. Glückwunsch, Jungspund. Du hast deinen ersten Champion besiegt und bist ab sofort ein Hüterkandidat. Mehr brauchst du nicht zu tun. Bleib aber noch eine Weile und hör mir zu, ja? Denn in der Zuflucht gehen Dinge vor sich, die mir Sorgen machen. Du musst wissen, dass Monster auf normalem Wege nicht so stark werden. Und Champions akzeptieren normalerweise keine anderen Monster an ihrer Seite oder einen Hüter, der sie kontrolliert. Champions sind immer eine Anomalie, sehr selten. Ich habe diesen Golem selbst verbessert, um ihn stärker zu machen. Aber selbst ich konnte ihn nicht über längere Zeit hinweg kontrollieren. Deswegen halte ich ihn die meiste Zeit über deaktiviert. In letzter Zeit haben Hüter Ranger eine ungewöhnlich große Anzahl Champions in der Zuflucht gesehen. Ich bekomme immer wieder Briefe per Veropost von Rangern, die in entfernten Gebieten der Zuflucht feststecken und dort gegen Champions kämpfen. Wenn ich nicht schon so alte Knochen hätte, würde ich selbst dorthin gehen, aber zumindest kann ich dafür sorgen, dass der Hüterweg sicher bleibt. Ich habe einen Champion in den Höhlen dieser Gegend gefangen. Du kannst dich um ihn kümmern, wenn du dich der Aufgabe gewachsen fühlst. Gebirgspfadschlüssel erhalten. Öffnet eine Tür in folgendem Gebiet. Gebirgspfad. Doch bevor du gehst, möchte ich dir noch eine Sache beibringen. Keine Sorge, ich habe nicht noch mehr Monster, die du bekämpfen sollst.
Jetzt geht es nur um das Füttern deiner Monster. Zwei Äpfel erhalten. Zwei Kartoffeln erhalten. Wenn du deine Monster fütterst, verbessern sich ihre Werte. Es ist wichtig, dich um deine Monster zu kümmern, wenn du dich weiteren Champion-Monstern stellen willst. Aber ein Monster profitiert immer nur von den letzten drei Nahrungsmitteln, die du ihm gegeben hast. Und jetzt viel Glück auf deinem Weg als Monsterhüter. Nun, du bist jetzt also Hüterkandidat. Um im Rang aufzusteigen, musst du mehr Champions besiegen. Und wer weiß, vielleicht wirst du zu denen gehören, die den Titel eines Hütermeisters erlangen. In mehreren Generationen schafft das immer nur einer. Wir können uns jetzt sofort um den anderen Champion kümmern oder wir gehen erst zur Festung der Hüter zurück. Du kannst, das kannst du dir aussuchen. Mal überlegen.